Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Christmas Stories, die Abenteuer der Alice. So, meine Lieben, wir haben Nadel und Faden gefunden. Damit können wir jetzt erstmal da dem Hasen den Arm annähen. Das ist ja schon mal was. Nachdem ich ziemlich lange gebraucht habe für das letzte Rätsel im letzten Part, haben wir es dann jetzt endlich mal geschafft. Was zum Kuckuck? Ein Clown. Okay. Wo lockere ich das Rad? Okay, wir haben ihm das Rad geklaut. Sehr gut. Dann kommen wir ja hier jetzt recht gut weiter, denke ich mal. Das war hier drin, ne? Genau. Ja, ich wusste es. Irgendwas fehlt immer. So, eine Maske und die Karten sind auch fertig. Verwende den Würfel und führe deine Figur über die Karten. Befolge die Anleitung auf jeder Karte, auf der du landest. Okay. Ja, schnell, schnell. Der flinke Hase rennt schneller. Komm schon, Beeilung. Nach vorne plus zwei Felder. Achso, muss ich das jetzt nicht machen, dann würfel ich wieder. Irrer Tee wird in Tassen eingefüllt. Verrückter Kuchen ist so lecker. Der Hutmacher lädt ein. Es ist schwachsinnig, Tee im Schatten zu trinken. Ah, okay. Dafür gibt es ein schönes Bilderrätsel hier. Okay, Moment. Wo stimmt das jetzt wieder, glaube ich? Nee, das stimmt so nicht. Ups. Jetzt habe ich mich verdrückt. Und schon wieder. So, jetzt stimmt das hier. Das kann ich eh nicht drehen. Leckerer Kuchen. So, perfekt. Die Kante kommt da unten hin. Und dann haben wir es jetzt noch... Ne, hier unten. Jetzt stimmt's. Moment. Irgendeins stimmt noch nicht. Das da. So, ich muss wieder würfeln. Oh oh. Warte eine Minute, mein Freund, und schau, da ist ein Schloss im Weg. Du hast es verpasst. Gehe zurück und sehe es dir an. Zurück zwei Felder. Ah. Der Herzkönigin hat der Besuch gar nicht gefallen. Sie schickt den König, um den Bösewicht zu bekämpfen, den Weg frei zu machen und nach Hause zu gehen. Oh nein. Was muss ich jetzt machen? Fülle das Spielbrett mit deinen Herzelementen. Platziere deine Elemente neben die deines Gegners, um sie zu Herzen zu machen. Oh nein, ich hasse dieses Ding. Oh, ich wusste es. Ich verliere da immer irgendwie. Oh.
Ja, das ist unglaublich. Oh. Sorry, aber das überspringe ich. Ich hasse dieses, mach das ganze Feld zu Herzen und so. Ich verliere da irgendwie immer. Jetzt wird das Ergebnis der Reise entschieden. Guter Wurf, der Weg nach Hause ist offen. Und wenn du mal kein Glück hast, geh zurück auf deinen Weg. Meine Güte. Ich glaube, da bräuchte ich Stunden für, um das mal richtig zu schaffen. Also so komplett ohne Lösung, ohne Tipp. Da gibt es bestimmt irgendeinen Trick, den ich aber nicht kenne. So, okay, hier kriegen wir einen Schlüssel. Dann müssen wir noch rumdrehen. Da ist eine Spielzeugmaus. Damit könnten wir die doch ablenken. So, Bolzen. Ah. Ja, perfekt. Jetzt kommen wir da oben dran. Hey! Aufgabenliste. Ein paar Instrumente finden. Können wir noch was beiseite schieben? Da haben wir noch was. Die Mütze? Nein. Die Flöte. Da ist die Trompete. Klingelchen. So. Die Glöckchen zählen nicht. Da haben wir noch dieses Ding. Und die. Jetzt bist du wach, ja? So. Bitteschön. Handschüchchen noch? Nee, doch nicht. Eine Handschüche? Na gut. Dann bringen wir dich mal zum Hutmacher. Und dann kriegen wir vielleicht die Geschenke wieder. Alice, you've made this old hatter happy. My dear Dormouse is back and bundled. Well, a deal is a deal, I always say. I will return the gifts. Go on, play Santa. Grab the sack. It's light as a lizard. I'll wait for you by the tree. Hihi, alles klar. Die Festtagsstimmung ist zurück. Jetzt muss ich nur noch das Sternenlicht einsammeln. Hä? Ich habe nichts gedrückt. Well, well, well. If it isn't
isn't the Hatter and the Cheshire Cat. I see you've both betrayed me. Well, it's a waste of your time. I'm enjoying this world, and I won't be leaving without a fight. Die böse Herzkönigin wollte mich verzaubern, aber der Hutmacher hat mich gerettet. Ich muss ihn mitnehmen. Okay, komm mit. Aber was hat der Junge jetzt sagen wollen? Es ging einfach automatisch weg. Ich bin wieder beim Weihnachtsmann. Jetzt muss ich das gesammelte Sternenlicht in den Weihnachtsstern füllen. We're in big trouble. I saw what the Queen did to the poor Hatter. I can't help him regain his human form without the light of the Christmas star. You can keep your friend on my desk. He'll be safe there. The next enchanted place is waiting for you. The people of this world have completely lost the spirit of Christmas. We must find the culprit and figure out why they want to ruin our holiday. Alles klar, meine Arbeit ist noch nicht vorbei. Ich sollte in die nächste Stadt reisen. Sie brauchen meine Hilfe. Und ihn soll ich jetzt hier lassen, oder wie? Jo, alles klar. Ciao. What a strange holiday. What's the point of it? Oh, you're Alice. Hello. I'm sorry, but I can't leave this place yet. I need to understand the point of Christmas. Wer ist dieser traurige Herr aus dem Wunderland? Ich glaube, es ist der Grund, wieso die Menschen nicht in Weihnachtsstimmung sind. Ich muss ihn einholen. Okay, aber erstmal hier alles absuchen. Hey, du kannst mir helfen. Eine Pferdemarke, okay. Ich brauche Werkzeug, um das Rad wegzukriegen. Und da ist noch ein Puzzleteilchen. Sehr, sehr gut. So, was haben wir hier? Da fehlt mir irgendwas. Zwei Dekorationen fehlen mir da und da fehlt mir ein Rad. Meine lieben Enkelkinder, ich hoffe, ihr seid noch nicht unterwegs. Kommt mich dieses Jahr nicht besuchen. Ich bin nicht in Weihnachtsstimmung. Es gibt keine Gans oder Dekorationen. Ich werde einfach ins Bett gehen. Viele Grüße, Großmutter Penny. Oh, ach du liebe Zeit, das ist ja grausam. In dieser Stadt gibt es keine Weihnachtsstimmung. Da muss ich eben nachhelfen. Genau, wir machen uns Weihnachtsstimmung ohne Ende. Mach ich auch. Welcome to our city. It's usually more cheerful and more crowded. But people have gone a little mad lately. They went home and refused to celebrate. Some vandals stole the wreath from my door, which didn't help the Christmas spirit at all. If you happen to find another one, keep me in mind. Mach ich. So, da haben wir ein Sammelobjekt gefunden. Gucken, ob wir sonst noch was finden hier. Ein Puzzleteil. Der Schlitten des Weihnachtsmannes, die Rentiere wurden gestohlen. Wer macht denn sowas? Ich muss sie da hinbringen, wo sie hingehören. Okay, wir brauchen ein paar Rentiere. Und sie möchte ihren Kranz wieder haben. Ja, da fehlen ein paar Figürchen. Die habe ich aber noch nicht. Oh, hallo. Okay, dann gehen wir mal wieder zurück. So, hier war ich jetzt gerade, ne? Glaube ich. Ja, genau, alles klar. So, dann mal ab hinterher. Zu Fuß dauert das zu lange. Ach so, okay.
Dann halt nicht hinterher. Was haben wir denn hier? Eine Felge. Ich brauche ein Werkzeug, das Metall durchschneidet. Jetzt ist keine Aale auf jeden Fall. Was könnte da fehlen? Ah, Moment. Das hier. Ah, okay. Davon zwei Stück wahrscheinlich, ne? Und da brauche ich Rentiere. Was haben wir denn sonst noch? Ja, okay, ich kann es natürlich auch mit der Aale versuchen, aber eigentlich wird das nicht klappen, sage ich doch. Ah, hier steckt was, steckte was hier fest. Eine Möhre. Für ihn. Dankeschön. So, das brauchen wir hier. Führe das Pferd auf die andere Seite. Mache den Weg frei, indem du die Hufeisenmarken verschiebst. Oh nein. Die hängen ja zusammen. Nee, die hängen nicht immer zusammen. Nur manchmal. Ha, geschafft. Sehr gut. Können wir das nicht mitnehmen? Da ist sonst nichts mehr. Okay, ich habe eine Zange bekommen. Dann haben wir das Rad und da brauchen wir jetzt noch die Felge drauf. Perfekt. So, auf! It's rude to run away without introducing yourself. That was Mr. Caterpillar. He was never easy to please, and he recently started to find Wonderland boring. After he heard the Queen of Hearts was looking for the mirror shards to create a portal to your world, he gave her one of them on the condition that he could go with her. The Queen was true to her word, and here he is. As you can see, Mr. Caterpillar desperately wants to understand the spirit of Christmas. Das Pferd hat Angst vor der Dunkelheit. Ich muss zuerst die Straßenbeleuchtung einschalten. Wir gucken uns natürlich zuerst den Hund an. Zu einem Ball wird er sicherlich nicht Nein sagen können. So, was brauchen wir da? Da haben wir noch ein Puzzleteil. Überall fehlt irgendwie was. Ach, das ist mal wieder typisch, ne? Die Brücke. So, hier müssen wir die Beleuchtung einschalten. Da ist das Wimmelbildobjekt. Oder ich sag immer Wimmelbild. Das Chamäleon-Objekt. So, hier fehlen auch Sachen. Eis, Kuchen und ein Bonbon. Okay. Wir machen einen Kranz. Yeah. So, was ist das? Ah, das ist eine kaputte Schneekugel. Ivankas Schneekugel ist kaputt. Ich kann sie reparieren. Ich brauche nur ein paar Figuren und eine Glaskuppel. Ja, mal eben eine Schneekugel reparieren. Alles klar. Also, ich wüsste nicht, wie man eine Schneekugel repariert. So.
Dann gehen wir mal zurück und bringen mal eben hier den Kranz. Thanks. This is better than the one I lost. While you were gone, I noticed another thing missing. My beautiful snow globe used to be here on the shelf. Now it's gone. Can you find it? Do you want to know more about our town? Here's the key to help you. Dankeschön. Ivanka hat gesagt, ich soll in der Stadt nachsehen. Ich frage mich, was dieser Schlüssel preisgibt. Dieser Schlüssel. Da. Ein Fenster können wir damit wieder öffnen. Ah. Fragezeichen plus Fragezeichen gleich Schneeball. Nee. Okay, ein Becher. Haben wir da? Nee, ein Ast hat damit auch nichts zu tun. Immer. Auch Schnee. Ah. Da haben wir Schneeflocke. Hufeisen. Nee. Mann und Schneeflocke. Wetter. Okay, fangen wir anders an. Ach nee, wir müssen ja so anfangen. Alles klar. Ein Ei. Ein Bart. Brauch noch was, was zu dem Schneeball passt. Ha! Kristallkugel und Schneeflocke. Na klar. Lebkuchenmann. Mann. Und Lebkuchen. Oder Keks. Weihnachtsmann. Okay, der Rauschebart. Und. Tja. Ah. Der Beutel und der Rauschebart. So, ein Rentier. Und hier erstmal noch das andere finden. Hufeisen vielleicht. Nein, das wollte ich doch gar nicht. So, das und das. Fäustlinge. Wollen sie mich aber ärgern? Okay, das wahrscheinlich und Wolle? Wo hatten wir denn nochmal die Wolle? Wo war nochmal die Wolle? Da. So. Ein Mistelzweig. Ein Schneemann. Kann ich wieder was mit Schnee finden? Okay, ein Besen. Ah, und die Möhre. Also gar nichts mit Schnee. Ein Eierlikör. Wahrscheinlich Ei und... Eierlikör. Ah, so. Tasse und ein Ei, genau. Eine Kerze. Finden wir schon mal das. Feuer und Kerze, also Kerzenständer. So, der Engel. Na endlich. Ein Geschenk. Das und die Schleife. Ein Tannenbaum. Na endlich, wir haben es geschafft. Hui, das hat jetzt gedauert, ey.
So, die stellen wir mal dahin. Na, perfekt. Hast du sonst noch was für mich hier? Anscheinend nicht. So, ich habe einen Ball gefunden. Den kriegst du. Er freut sich. Pullover, Handschuh. Da müssen wir das Fass irgendwie noch geöffnet bekommen. Habe ich aber im Moment nichts für. Oh, und ich muss einen Cut machen. Also, meine Lieben, wir sehen uns in einem neuen Part bald wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und bis zum nächsten Mal dann. Tschüssi!